Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Runde gegen Mr. West. So, ich vermute mal, die Runden werden jetzt auch wieder schneller, nachdem Russland gefallen ist, die Moral tief ist und mal gucken, was der Deutsche so in Frankreich jetzt macht. Da hat man ja letzte Runde gesehen, dass da drei Reihen stehen, gut ausgebildete mit hoher Moral. So, ja, dabei lagert er. Ja, okay, dass du gleich drauf gehst. Ja, das war's für ihn, das war klar. Für dich auch. Ah, du kommst noch weg. So, boah, 9 zu 0. So. So. So, da wird angegriffen. 3 zu 1. Okay. Ah, na gut. Ja, das ist clever gewesen. Hafen runterschießen. So, jetzt kommen hier die ganzen Artillerie. Zwei, ne, drei. Also hat er auch Gasgranatenproduktion 3. So, das war's für ihn. Und jetzt geht's rein und der macht die Artillerie platt. Nein? Doch. Sag ich doch. So, das heißt, da mal. Ja, du hast bald keine Versorgung mehr. Das wird nämlich dann doof. Aber ich glaube, das ist eh gleich weg. Versorgung noch 1, meine ich. Der hat eben 3. Und jetzt müsste er gleich 0 haben. Das heißt, er kann nicht mehr wegtauchen. Da, jetzt hat er Versorgung 0. Ja, noch einen Schaden gemacht. Das ist gut. So. Ah, Mist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 3 Punkte Schaden. Na. Na. Das Waldgrundstück auch angegriffen. So, 5 zu 2, immerhin. Und 4 zu 2. Zu 2. 5 zu. Ah, das ist bitter. Das war eher bitter. So, da ist ein Wort und das war's. Ich muss jetzt irgendwie meine. So, eine ganze Menge Sachen verloren. Da ist ein General. Da ist ein Chor. Ja, gut, das wusste ich. Und wir haben. Stimmt, da wollte ich mal gucken, ob ich den hier unten setzen kann. Nein. Ich kann alle nur hier oben setzen. Schade. So. Ah, eine Abteilung. Das ist schon mal gut. So.
So, du gehst nach dort. Kannst dich nächste Runde mit ihm mal austauschen, dass er auch bessere Infanteriewaffen bekommt. So, du müsstest eigentlich repariert werden. Du ersetzt werden gegen ihn. So, der kann dahin, der kann dahin, der kann dahin. Also, du gehst raus, du gehst nach hier und wirst dich verschanzen. Na, komm. So. Versorgung 4, der muss die verschanzen. Wenn der da hingeht, du kannst da rein nach Verdun. Du kannst nach da, gut, dann komm, du gehst dahin, was sie verschanzen. So, dann gehst du hier hin. Tausch mit ihm, dann kannst du noch dein Upgrade kriegen. Also wie du. So. Du kannst ein Upgrade kriegen, du und du. So, du tauscht mit ihm. Für dein Upgrade, für dein Upgrade. So, keine neuen Einheiten, das ist schade. Forschung, was kann Grabenkrieg, nächste Runde die 5er-Version, das ist sehr gut. Panzerentwicklung geht auch voran. Dezember. So, dann ganz wichtig. Kriegst hier dein Upgrade. Du auch. Und da war irgendwo unten noch einer. Wo ist er? Stimmt. Du auf jeden Fall. Ah, zwei. Immerhin. Immerhin. So, eigentlich. Kaufen, Produktion war auch im Dezember, waren doch die im Januar kamen die Schiffe und hier kamen sie auch im Januar. Okay, nächste Runde. Im März kriege ich noch ein paar Flieger. Und dann kann man mal gucken, ob man hier was reißen kann. Wahrscheinlich nicht. So. Kann sich nur maximal verstärken. Kannst du dich verschanzen? So, ich habe 6 Geschosse. Ja, komm. Na, du fliegst. Du kannst schon mal dein Upgrade kriegen. Du auch, dann heißt, du fliegst da einfach mal hin. Ja, war Schaden gemacht, immerhin. So, da wird aufgeklärt, das ist gut. Und jetzt kommen wir mal mit der Artillerie einfach mal. Mal draufholzen. So, du hast 7 Geschosse. Ah, aber die Moral geht runter. 17. Zwölf Prozent.
immer noch so scheiß Ergebnisse. Warum habe ich immer noch so schlecht? Ein 2:2 gegen ihn, obwohl er... Okay, er hat eine hohe, noch relativ hohe Bereitschaft. Ich glaube, die Bereitschaft, die geht dann... Ja, Demoralisierung 15, Entschanzung 1, Maximalgranaten 5. Na komm. Na. 2:1, ein 2:2, ein 3:2. Na. Schade. Naja. Der wird auf jeden Fall ausgetauscht. Ein bisschen Schaden habe ich gemacht. Immerhin. So, du wirst verstärkt. Dann kaufen wir mal unser Chor zurück. Kommt im Januar. Das ist gut. Oder haben wir noch irgendwas für Forschung? Ist voll, voll. U-Boot, ja, könnte man noch einen reinstecken. Produktionstechnologie eigentlich auch. Aber ich glaube, ich brauche eigentlich meine Core wieder. So. 148, ja. Und jetzt kann ich nochmal... Ja, Panzerentwicklung Nummer 1. Nochmal Produktionstechnologie nochmal einen reinstecken und dann bin ich damit durch. So. So, die Fernblockade steht erstmal. Deutsche Moral geht ein bisschen runter, aber nicht sehr viel. So. Gehen wir mal ein bisschen scouten. So, der Panzerkreuzer. Da. Na, ja, schauen wir mal. Erstmal, nicht, dass ich den gleichen Fehler mache wie letztes Mal. So, wir müssen ihn. Können wir nicht evakuieren? Nur ihn. Tja. Ich würde sagen, dumm gelaufen. So, du kannst bis nach da ziehen. Ja, der nächste Runde ist der platt. Definitiv. So. Du wirst verstärkt. Und ihr beide müsst auch verstärkt werden. Ja. Ziehst mal nach da. Das heißt, du steigst dann hier aus. Du kannst nur nach da gehen, du gehst nach da.
Und du verschanzt dich. Ja. Was anderes bleibt mir da nicht? So. Ich verstärke ich auch mal. Vielleicht kann man dann doch mal hier noch mal eine kleine Offensive starten. Schade, ich hätte doch mit der Artillerie langsam vorgehen können. Da hätte ich ja jede Runde hier eine Einheit rausgeboxt. Da hätte man dann wenigstens noch ein bisschen was machen können. So. So geht's auch. So, der kriegt noch ein Stufe 1. So, er kommt. Kann nicht mal weg, weil wir kein Geld mehr haben. Noch ein 1 verstärken. So, du gehst nach da, tauschst mit ihm und kannst dich mal darum verschanzen. So. Dass ich immer so schlechte Versorgung habe. Wo hier ein General steht. Ich habe keinen griechischen General mehr. Shit. Griechenland. Ja. Kein Befehlshaber mehr. Na, das war scheiße. Den habe ich wieder vergessen. Den kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Kein Geld mehr. So, schauen mal. So, was machen wir hier? Er verschanzt sich. Er wird verschanzt. Ah, reicht's nicht mehr? So, du verschanzt dich. Du verschanzt dich in die Richtung und du kannst dich auch nur noch verschanzen. Das ist, glaube ich, egal. In welche Richtung. Hauptsache hier oben ist dann Venedig. Ah, ein bisschen. So, neue Einheiten, ein Chor. Nach da, damit er dann ganz schlecht reinkommt. Und das zweite Chor setzen wir mal hier hin. War immer noch so unglaublich. Jedes Mal, wenn man es sieht, ist es geil. Geil. Wenn ich diese Reihen an Leuten hier sehe, ist der Wahnsinn. Naja, schießt mir jede Runde eine Einheit raus. Und langsam drängt er meine Front dann zurück. Naja, mal ehrlich, guck dir mal die ganzen Typen an hier, die da stehen. Das ist schon mal was. Wahrscheinlich steht hier auch noch was.
gibt's ja quasi kaum Ende. Nee, nee. So, dann Forschung mit dem Amerikaner, der hat ein bisschen Geld übrig. Industrie habe ich geforscht, Infanteriekriegsführung ist geforscht. Führungskontrolle können wir forschen. So, ein bisschen U-Boot-Waffen. Und Produkt. Endlich Logistik. Ne, hier. Produktionstechnologie. Und der ist jetzt bei, schauen wir mal ganz kurz, Diplomatie, 88%. Das heißt, ein bisschen was haben wir. Und dann kommt hoffentlich nächste Runde, kommen hoffentlich meine Zerstörer. Bin ich nicht irgendwo hier ein Zerstörer stehen? So, du kommst dann mal zum Upgraden. Setzt mal hier zu, da ist alles weiter verschanzt. Schau mal, 42% gegen 87 und 69 und 50% für den Osmanen. Osmanen müsste ich eigentlich noch irgendwo ein bisschen was abnehmen, da hat er unter 50. Und dann hat er auch ein kleines Problemchen. Problem ist nur, wo? Wenn ich ein bisschen Glück, kann ich hier quasi, also das ist ein Bulgare, da ist osmanische Kavallerie. Die kann ich vielleicht nächste Runde knacken. 3, 6, 5er Verschanzung. Da kann man vielleicht was machen, aber. Und danach kommt die deutsche Artillerie auch hier hin. So, kaufen Italien. Kann sich soweit nichts kaufen, kann aber noch ein bisschen forschen. Grabenkriegsführung wäre halt gar nicht schlecht, dass man das mal auf 5 kriegt. Ansonsten habe ich Geld für Produktionstechnologie, wäre auch gar nicht schlecht, aber ihr müsst erstmal halten. Das ist eure Hauptaufgabe. Hier unten erstmal die Stellung halten. Dann versuchen irgendwie, dass ihr immer noch so viel Versorgung hier hat. Muss der irgendwo sein Hauptquartier haben. Da ist ein Chor und Abteilung. Moral 18 Bereitschaft. Ne, hat alles gute Versorgung. Gut, das war's schon. Wie gesagt. So, Partisan ist da gedeckt. Partisanen sind hier gedeckt. Und das, ja. England hat einfach zu wenig Geld. England braucht viel, viel mehr Kohle. Habe ich noch irgendwo hier einen Zerstörer? Ich meine. Leichter Kreuzer, leichter Kreuzer, leichter Kreuzer, U-Boot. Apropos U-Boot. Vorversorgung 4 hat er. So. Habe ich den gleich auf Überfall gesetzt?
würde ich lieber mit dem Schlachtschiff machen, weil das Schlachtschiff sammelt dann gleichzeitig Erfahrungspunkte. Das hat dann gleich ein, ja. So, ah, hier hat schon ein bisschen was gesammelt. So. So, Modus Überfall und du gehst da drauf. Dass die Route wenigstens schon mal ein bisschen entspannt. Modus Überfall. So. Da kann er nicht gesehen werden, weil hier ist nur immer ein Feld Reichweite, wo er gucken kann. Und wenn er hier vorbeifährt, fährt er erstmal auf das Schiff auf. Panzerkreuzer, Linienschiff. Ja, das hätte ich, das war der große Fehler, was ich gemacht hatte. Ich hätte hier das blockieren, was irgendwie, weiß nicht, was mich da geritten hat, aber dadurch hat der Deutsche natürlich immer wieder Moral dazu bekommen. Hat natürlich hier in Russland, auch wo ich einen Moralverlust, also Städte hier geklaut habe, wie, was haben wir hier, Königsberg und sowas. Da hat er natürlich kein Problem gehabt, weil er war immer über 100 und deswegen hat man da keine Probleme. So, das war's jetzt wirklich mit allen. Ich würde sagen, dann würde ich mal meinen Zug beenden. Irgendwo was. Ja, da kreist ein Schiff rum, aber kann ich nichts gegen tun. Hier habe ich euch abgegradet. So, ja. Dann schauen wir mal, was passiert. So. Unzufriedene deutsche Daten verbreiten bolschewistische Ideen im Deutschen Reich. Uneingeschränkte. Wieso? Uneingeschränkter Seekrieg stärkt die deutsche Moral. Ich habe doch alles da besetzt. USA mobilisieren sich für den Krieg. Das ist schön. So. Die Einheiten der Entente blockieren das Deutsche Reich. Und wir blockieren in der Nordsee das Deutsche Reich. So. Henry Barsuch, das Feuertagebuch. Kopf wird veröffentlicht, okay. Frankreich, Panzerentwicklungsstufe 1 und Jagd. Sehr gut, U-Boot-Jagd auf 65% und Grabenkrieg auf Stufe 5 und Gasgranatenproduktion auf 100. Das ist gut, dann haben wir nochmal eine mehr. Entwickelt Produktionstechnologie Stufe 3 und Industrietechnologie, jawohl. Stufe 3, da haben wir ein bisschen mehr Geld und nochmal Logistik, einen Vorsprung. Immerhin. Italien kriegt auch mal ein bisschen mehr dazu. Wir sind bei 651. Ach stimmt, wir kriegen Forschungssachen erstattet. Für die Grabenkrieg meine ich. Ja, England hat immer noch zu wenig. Und Frankreich müssen wir mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Gut, alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht, wo man den Deutschen dann noch ein bisschen aufhalten kann. Vielleicht mit dem Amerikaner, vielleicht kann ich ja doch noch vielleicht irgendwas noch reißen. Wir werden sehen. Mal gucken, was er mitbringt. Wir werden auf jeden Fall unsere Handelsrouten jetzt noch ein bisschen besser schützen. Das waren ein paar Fehler, die ich da ja eingestehen muss. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.